Einen schönen guten, meine Hedefreunde und Agrarwissenschaftler. Ja, es ist Montag. Montag, wir gucken ins Derby rein, wie es gelaufen ist. Wir gucken rein, was die ganze Woche wieder so bringt. Und ich mache nochmal ein kleines Update von meinen Videos. Ich habe ja vom Donnerstag bis Sonntag jeden Tag ein Video rausgehauen. Nicht alle bei Facebook. Wer mich abonniert hat, hat die natürlich auch gesehen. Also es ist immer wichtig, ein Abo dazulassen. Ansonsten, wie immer, alles Weitere nach dem Intro. Ja, die Videos waren halt schnelles Derby Goldpokal, wie ich schnell mein Derby fertig kriege und wie ich schnell Platz 1 fertig mache. Hatte ich wieder Videos rausgebracht gehabt. Kleines Update dazu noch. Wir hatten ja die Produktionsaufgaben, wie ich die vorbereite und wie ich die Stadt vorbereite. Aber es gibt natürlich auch Ernteaufgaben. Das heißt, ihr müsst natürlich für morgen auch die Felder hier freilassen. Das heißt, dass oder beziehungsweise wir müssen schon alle fertig sein, dass ihr nur ruckzuck alles abgrasen könnt. Und wenn ihr zum Beispiel sowas Schnelles wie Weizen, dann haue ich hier alles voll mit Weizen. Und dann ist diese Aufgabe eigentlich auch in einer halben Stunde, muss ich natürlich dabei sein, dann ist sie auch in einer halben Stunde gegessen. Des Weiteren solltet ihr sowieso Weizen, um viele Tools zu kriegen, zum Beispiel für Scheune, für Landerweiterung, für Silo, Äxte sägen etc. So, ich habe schon mal, wir können ja noch mal ein bisschen eingehen, ich habe schon mal so ein bisschen vorbereitet. Noch wichtig, ich habe mir das natürlich auch im Zettel aufgenommen, die Produktionsmaschinen müssen natürlich alle voll sein und eure Scheune, die Scheune. Die Scheune muss natürlich voll sein, sonst würdet ihr ja wieder alles aufnehmen. Ich habe ja gesagt, ich mache gern Spiegelei und Speck. Ich habe sie hier noch schon ein paar vorbereitet, ein paar liegen. Damit ich sicher bin, mache ich hier zum Beispiel in der Suppenküche oder mache mir hier nochmal Brot. Ihr seht, ich bin voll. Das heißt, ich mache einmal zack. Spiegelei und Speck, dann ist natürlich wieder ein bisschen Platz. Ich bin wahrscheinlich übervoll. Naja, ich habe die Rohs laufen gelassen, aber im Normalfall müsst ihr dann irgendwas holen, dass eure Scheune wieder voll ist. Und dann kommt der zack, könnt ihr wieder das nächste machen. Immer noch voll und zack, das nächste. Und so liegen die dann immer richtig schön vor. So könnte ich jetzt 12 Mal Spiegelei, ich habe glaube ich 9 oder 10 Mal habe ich sie schon vorliegen. Vielleicht sollte man sich eine Strichliste machen. Habe ich leider nicht gemacht, aber vielleicht so als kleiner Tipp noch nebenbei eine Strichliste zu machen, wie viel da ihr liegen habt. So, dann weiß ich immer, wie viel ich liegen habe und zack, ich kann eine Aufgabe machen mit, was weiß ich, 23 mal Spiegelei oder sowas. Das wird vorbereitet. Dann hier den Joghurtsmoothie habe ich auch schon mal so ein bisschen vorbereitet. Zack, zack, zack. Oh, dann wird da schon abgegrast. Genau das ist das, was ich meine. Jetzt mache ich meine Scheune voll. Mach den nächsten, zack. Mach wieder die Scheune voll. Zack, wieder voll und dann wieder zack, den nächsten und wieder die Scheune voll. Jetzt kann ich hier nochmal Apfelsaft, mache ich auch gerne nochmal. Allerdings, da brauche ich die Scheune nicht voll machen, wenn sie schon einmal voll ist, weil das ist ja für Silo-Zeug. Und dann haue ich hier auch nochmal einmal zack, zack, zack. Da mache ich heute Abend nochmal rein und dann bin ich eigentlich so ein bisschen, je nachdem, was ihr für Aufgaben machen müsst, ich habe das ja verlinkt, ich verlinke das unter diesem Video auch nochmal die Seite. Hey, der Café, da sind schöne Animationen oder beziehungsweise Bilder drin, was und Aufzeichnungen, was zu machen ist, beziehungsweise wie viel ihr von jeweils den Produkten braucht, damit ihr das genau auf dem Schirm habt. So, und da könnt ihr dann vorbereiten und dann habt ihr auch ruckzuck Derby fertig. So, das dazu. Wir machen natürlich unseren typischen Montag. Wir gucken mal rein. Wir haben natürlich den ersten Platz gemacht. Gratulation an die Gemeinschaft. Super sauber, schnell gemacht. Es sind zwei Männchen, die noch ein bisschen nicht vorbereitet, aber dank meinen Videos haben die gesagt, Ast rein, wir bereiten, das ist eine gute Idee. Wussten wir vorher nicht. Gut, machen sie jetzt auch und dann werden wir morgen rucki zucki machen. So, was gibt es denn für den ersten Platz? Drei Kleris, das ist schon mal gut. Diese Landfehle da, Tonne. Bretter, ja, Bretter gibt es ohne Ende. Die Klebebänder und die Schindeln, die fehlen mir ohne Ende. Den Rest habe ich alles. Gut, nehmen wir mal an. Zack.
was haben wir denn hier alles Feines? Aber wir nehmen auf jeden Fall den Käse. Ja, Geldkarte brauche ich nicht. Kostet mich auch wieder 2 Dias. Ich bin froh, dass ich die Rohs, glaube 3 oder 4 Mal Rohs habe ich gehabt. Die ist heute Morgen das letzte Mal fertig geworden, dass ich das endlich weg habe. Hier nehmen wir auf jeden Fall mal die Marmelade. Hier nehmen wir auf jeden Fall die Schindeln. Ja, hier nehmen wir die blauen Dinger. Hier auf jeden Fall die Blaupause. Hier die Klebebänder. Hier auf jeden Fall die Landurkunden. Dokumentationsrollen. Dokumentenrollen, habe ich ja mal gesagt. Genau, Dokumentenrollen. So, und was nehmen wir hier? Komm, Bolzen habe ich auch immer so viele, aber ich nehme mal die Bolzen, könnte ich vielleicht irgendwo tauschen. Okay, das sollen wir genommen haben. Zack, zack, zack. So. Wir gucken mal rein, welchen Platz wir gemacht haben. Eigentlich müssten wir aufgestiegen sein. So schnell, was wir gemacht haben. Ich glaube, es geht auch nach dem Löschen, wie viel. Nee, wir sind abgestiegen. Wir sind über 6000 abgestiegen. Naja, gut. Am Arsch. Wen interessiert das? Wir spielen nicht Weltrangliste hier. So. Komm her, hier sehe ich gerade blinken. Greifen wir auch nochmal. Oh, nochmal Apfelmarmelade und kann man auch gebrauchen. So, hier sammeln wir immer noch. In der Gruppe ist es, hatte ich ja immer, wer meine Videos von früher kennt, wir hatten bei uns in der Gruppe mal gehabt, dass wir immer Weizen gehabt haben. Hier in der Gruppe wird nach Mohrrüben gefragt, um dieses schöne Tor zu bekommen. Das bekommt ihr, weil, wenn ihr spendet. Also müssen wir, bitten wir um Mohrrüben, und wer spendet, wird das gut geschrieben und dann kommt ihr, das seht ihr hier im Haus, wer es noch nicht weiß. Ich will jetzt auch nicht suchen, aber irgendwo steht das jetzt hier drinne. Auf jeden Fall mit dem Tor, jetzt suche ich doch noch, irgendwie, ich glaube zum Schluss ist das irgendwo hier, das ist noch was noch fehlt, bingo, da haben wir es, 4000 zum Schluss, bis ihr Gold habt und dann kriegt ihr dieses schöne Tor, also macht das mal in eure Gruppe. Heute habe ich natürlich nicht reingeguckt, was es denn an Schnäppchen geht, weil letztes Mal war es verloren gegangen. Wir gucken noch mal rein. Für 88 Diamanten gibt es immer das Schnäppchen. Super. Paar Bleistifte, Buntstifte, Entschuldigung, und paar Klebis da, Zaun. Für ein paar Dias mehr gibt's. Bildet selber eure Meinung. Schnäppchen sieht für mich anders aus. Okay, so, wir gucken, wir radeln hier nochmal rüber. Übers Dings. Über die Weizenzeug. Kommt da nichts raus? Was ist nur los? Oder habe ich es jetzt übersehen? Eigentlich müsste immer was rauskommen. Aber ihr müsst ja sowieso Weizen herstellen für eure Zootiere. Da bin ich abends immer so eine halbe Stunde, so ein bisschen, halbe, dreiviertel Stunde, je nachdem, bin ich am Weizen. Und dann mache ich hier über Nacht meine Dings voll. Ja, ich bin jetzt da brechend voll hier mit den Scheune und, ne, Silo nicht, aber Scheune. Deswegen bleibt das alles da so ein bisschen liegen, aber egal, wir pflastern immer noch nach, was man hat, hat man, was man hergestellt hat. Kann einen keinen mehr nehmen. So, was haben wir hier? Oh, wir können natürlich bestellen. Machen wir natürlich auch. Mehr gibt's nicht. Ja. Ich krieg sowieso eine Lupine. Daher, komm, wir bestellen ein Paket hier. Können wir nochmal. Da können wir, glaube ich, nochmal sogar, ne? Ja, machen wir. Komm her. Wir hauen heute mal richtig auf die Kacke. Wir bestellen doppelt. Meine Frau würde jetzt sagen, du bist schon wieder bestellsüchtig. So, hier hauen wir natürlich mal das. Ah, das geht gar nicht hier. Das darf gar nicht stillstehen. Sahne, Butter, Käse, das darf gar nicht stillstehen. Genauso wie Marmelade. Also, wo der Marmeladenbottich stillsteht, bei dem funktioniert die Farm nicht. Also, das ist. Oh, ein Vogel aus! Jawohl! 72.389 habe ich davon schon. Fehlte mir noch in meiner Sammlung. Okay. Ne, da nicht, aber wir, was können wir denn nochmal? Hier für einen 10er, komm her, dabei. Wir bestellen nochmal. In der Zeit, wir machen mal Glücksrad. Was gibt's denn heute? Glücksrad, oben ein paar Dinge mehr. Ja. Gutschein, ach ja, gucken, haben wir auch noch nicht geguckt. Gucken wir natürlich auch noch rein. Alter, heute ist ja was, 2 Decken, kann man gebrauchen. Nehmen wir mit.
ist nämlich Gutscheinwoche. Was mich gewundert hat, war gestern, war noch nicht gewesen, ich wollte gestern noch ein Video machen, aber wurde nicht angezeigt hier, was die Woche so bringt. War heute erst gewesen. Ja, wir haben jetzt kurz nach 2:30 und ich wollte eigentlich noch warten bis 2. Ich dachte, heute kommt's Update, aber das mit den Pharma-Pass, aber sieht wohl nicht so aus. Ich hoffe jetzt nicht, während des Videos gibt's irgendwie, kurze Unterbrechung. So, Wasser, TNT, na gut. Zweimal. Ja, besser als ein Vogel aus. Besser als ein Vogel aus. So, wir grasen hier noch einmal ab. Auch alles voll hier. Mann. Zack, zack, zack. So. Geht's aber gut damit? Was haben wir denn noch Schönes? Ach, die Wochen. Wir machen erstmal die Wochenereignisse. Ja, das ist ja heute so viel. Und wir gucken rein. So, was bringt denn die Woche? Wir gucken mal rein. Montags Glückrad, haben wir ja gesehen. 4 Gutscheine, ja. Komm. Dienstag bis Freitag, globales Anglereignis, jawollo. Gutscheine für das Erreichen von Teilzielen, okay. Dann gucken wir mal, was wir so kriegen. Als Geschenk wahrscheinlich 10 Dias. Nicht schlecht, kann ich gebrauchen. Für die 10. Aufgabe natürlich. Auf jeden Fall benutzt dann bunte Köder für die Fische, die es wirklich nur in diesem Anglerereignis gibt. Es gibt 4 Stück gibt es. Und ich versuche auf jeden Fall, vielleicht mache ich auch noch ein Video drüber, vielleicht kriegen wir einen neuen Fisch. Ich habe ja, glaube ich, einer fehlt mir nur noch. Vielleicht können wir ja nochmal so Teilerfolge erzielen oder was, ich glaube zwar nicht, aber auf jeden Fall schmeiße ich dann die bunten Köder auch rein. So, das gibt es Freitag. Samstag Schiffsereignis, auch Gutscheine, okay. Sonntag Lieferwagenbestellung, auch Gutscheine, ja. Ist okay, ich brauche ja noch ein paar Gutscheine, wir wollen ja natürlich noch aufbauen. Grüne fehlen mir ohne Ende. Dann kann ich halt den, ich weiß gar nicht mehr, was ich hier so hatte. Wir gucken mal schnell rein. Da. Steinmetzdekoration, okay. Eine haben wir gemacht, die wollen wir natürlich komplett aufbauen. Dafür brauche ich ja 100 von den Grünen. Auf jeden Fall, die sind ja knapp bei mir. So, das war das. Und zu guter Schluss gucken wir noch mal nach Maggie. Ein Krubendach. Das passt irgendwie nicht dazu, aber komm her, wir machen alle ruckzucki. Zusammengestellt sieht das gut aus, aber Kinders, 50 Dias, hallo. So, wir stellen den Wagen noch mal schnell zusammen. Bom, bom, bom. Ja, das passt auch, ja. Gut, das ist für Geld nur. Das ist okay. Zwar auch eine Menge, aber das ist soweit okay. 20 Dias, oh. Ach komm, wir stellen es auch noch mal schnell zusammen. Wir löschen das hier mal. Was habe ich denn? Moment, bin ich rausgegangen. Was habe ich? So habe ich und... Nee, passt das in diesen Designerbuch rein? Wir gucken mal schnell rein. Hier haben wir das. Dafür bräuchte ich braune Bretter und gelbe Strohdach. Okay, um das zu kriegen. Nee, das lasse ich. Das lasse ich. Also, Maggie, das ist die größte Erfindung für mich. Tonne. Ah, bevor ich es vergesse. Das Tal, mein geliebtes Tal, fängt wieder an. Ich hoffe, diesmal mit den Zootieren, dass wir richtig abgreifen können. Das wäre geil. Also, Tal fängt an, diesmal ganz komisch. Und zwar, was ich gesehen habe, in 4 Tagen 18 Stunden, das heißt Samstagmorgen. Samstagmorgen 9 Uhr. Sonst hat es ja immer Mittwoch, Donnerstag angefangen. Okay, wir fangen Samstags an. Auch gut. Soll mir recht sein, mein Tal kommt. So, hier können wir nochmal, wie gesagt, ich mache auch immer gern Feta-Kuchen. Hau ich hier rein und hier mache ich natürlich die Dingstorte. Hier kann ich auch, brauche ich nicht so ein bisschen Rücksicht nehmen, weil hier ist ja noch was vor. Das hau ich hier nochmal voll, da habe ich schon mal ein Derby gut vorbereitet. So, zack. Und
hier nochmal Astral. So, das wäre schon eine Aufgabe hier. Feta-Kuchen, Karottentorte und die Apfeldinger. Alles Paletti. So, das soll's. Ich gucke nochmal schnell über meinen Zettel. Ach, Derby. Morgen ist, wie ich mitgekriegt habe, normales Derby ohne Häschen. Wie diese Woche oder wie letzte Woche, auch diese Woche normales Derby ohne Häschen, finde ich gut. Wir werden jedes Mal abgemeldet vom Derby und ich melde mich wieder an, weil Derby ist Pflicht. Zack, und da sind wir schon drin und mit dabei. Ja, das soll es gewesen sein für den Montag. Ich hoffe, vielleicht kommt es noch das Update heute. Mit dem Pharma-Pass, dann haue ich natürlich heute Abend noch ein Video raus, auf jeden Fall. Ansonsten, ich denke mal, vielleicht morgen, aber wahrscheinlich mitten im Derby ist das natürlich auch kacke. Ich kann nichts genau sagen, es tut mir leid, aber ich hoffe, nicht mitten im Derby und dann, oh, wir müssen unterbrechen. Ne? So, das soll es für heute gewesen sein. Und guckt meine anderen Videos an, wie bereite ich schnelles Derby vor, also schnelles Derby Goldpokal, 4 Teile, alles in meiner Playlist zu finden. Lasst ein Abo da, dann habt ihr natürlich, seid ihr immer auf der sicheren Seite, dann wird euch das immer angezeigt, wenn ich ein neues Video raushaue. Ansonsten schönes Leben, viel Glück da draußen, euer Onkel Jens!